Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fever. Ja, wir besuchen mal wieder unsere S-Bahn. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. War ja quasi unsere, ja, erste Lok auf den Schienen. Naja, nicht ganz die zweite. Die erste haben wir ja dann wieder verkauft gehabt, weil die halt nur, ich glaube, 13 Passagiere mitnehmen konnte oder so. Aber das ist quasi unsere erste, die noch fährt. Ja. So viel von unserer S-Bahn. Wir haben heute noch ein wenig zu tun in Gelsenkirchen. Da gehen wir mal schnell hin. Und zwar, wir wollen eine Tramstrecke bauen. Die fehlt ja noch. Damit Gelsenkirchen ein bisschen besser, tja, laufen tut, nenne ich es mal. 20 Passagiere warten mittlerweile, ist ganz okay. Unsere Alex macht aber immer noch Minus derzeit, weil halt noch nicht so viele Passagiere da sind. Aber schnellstmöglich werden wir jetzt die Tramstrecke ausbauen, um, ja, Alex ein bisschen unter die Arme zu greifen. Dazu werden wir erstmal hier ein bisschen die Straßen noch komplettieren. Da würde ich sagen, ist das in Ordnung. Dann fahren wir mit der Tram hier lang. Einmal hier durchs Zentrum und wieder zurück. So groß ist Gelsenkirchen noch nicht. Aber ja, für eine Tramstrecke lohnt es sich auf jeden Fall. Diese bauen wir jetzt. So, das sind die Straßen, glaube ich. Und wir wollen Tramgleise elektrisch. Ja, das ist die richtige Straße. Okay. Also, auf wie geht's? Tramfahrzeuge haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt und lange nicht mehr gesehen. Mal gucken, ob wir da ein schönes Fahrzeug finden. Ich werde mich mal in den nächsten Tagen damit beschäftigen, ein paar neue Busse und neue Trams zu erhalten, weil es ist ja noch ein bisschen mager bei mir hier in dem Mod-Ordner. Weil wir haben ja noch einige Städte, die wir verbinden wollen und müssen. Ich würde sagen, wir fahren mal hier lang, dann fahren wir hier, nehmen mal diesen Abzweig. Mal gucken, wo wir zurück, da müssen wir zurück. Also nehmen wir diese Kurve und diese Kurve. Dann sind wir auch fast am Ziel. Müssen wir noch ein Depot bauen und dieses verbinden. Aber das ist ja schon hier. Also, toller Ausblick auf jeden Fall. So, die Gleise sollten geschafft sein. Dann bauen wir jetzt ein paar Bushaltestellen bzw. Tramhaltestellen. So, dann nehmen wir einfach mal die. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Aber sollte okay sein. Ja, und dann gucke ich gleich mal, wenn ich nach neuen Bussen als Modifikation und nach Tram-Mods gucke. Vielleicht finde ich ja, ja, vielleicht finde ich ja noch die eine oder andere Modifikation, die, tja, neue Häuser beinhaltet oder was auch immer. Neuen Bahnhof oder so. Mal schauen. Und dann machen wir hier noch eine hin. Dann haben wir es quasi auch schon geschafft. Vielleicht gibt es ja mittlerweile 150.000 nur noch im Minus. Nur noch ist gut. Vielleicht gibt es ja da mittlerweile ganz schöne neue Sachen. ÖPNV. Und wir sind hier in Gelsenkirchen.
wenn ich was Schönes, Tolles und Neues, Ansprechendes finde, dann werde ich es natürlich gleich hier in den Videos zeigen und auch verbauen. Also seid gespannt, da kommt bestimmt noch das ein oder andere an tollen Modifikationen. So, da sind wir, da sind wir. Irgendwie treffe ich immer die 10 oder die 11. Passt irgendwie immer in den Städten. Wir haben alle mitgenommen. Gut. So, und jetzt brauchen wir nur noch ein Depot. Da schauen wir mal, was wir da Schönes bauen können. So. Was haben wir denn Schönes für Trams? Tram-Depot. Das ist ja auch ganz interessant. Was haben wir hier noch? Was Gelbes? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir schon für Tram-Depots hatten, aber ich glaube, so große hatten wir noch gar nicht. Oh, warte. Ist da noch so ein Klopper? Nee, ist zu groß hier. Hatten wir, glaube ich, schon, was ist das? Auch ein Tram-Depot. Das sieht doch ganz gut aus. Allzu groß. Wir haben ja schon hier mächtige Häuser. Komm, ich würde sagen, das Tram-Depot bauen wir hier hin. 30.000. Bauen da noch ein paar Schienen in die Straße. So, sollte geschafft sein. Und dann kaufen wir wieder ein paar Rams. So. Was haben wir hier Schönes? Was haben wir hier Schönes? Tatra, Tatra, was Gelbes aus Dresden. 70.000 im Jahr, 29 Passagiere, 14 Passagiere. Hört sich doch gar nicht mal so verkehrt an. Sagen, davon nehmen wir wieder mal pom 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 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Zumachen, Linie. Gelsenkirchen. Auf geht's. Mit einem modernen Fahrzeug. Wir hatten ja bisher die ganzen älteren Fahrzeuge. Jetzt werden wir langsam moderner. Diese Trams sind einfach nur schön. Also ich mag die Trams irgendwie lieber anstatt die Busse. Obwohl die Busse ja jetzt nicht schlecht aussehen, das möchte ich damit ja nicht sagen. Aber ich finde halt diese Trams mit den Oberleitungen und diese elektrischen Sachen, ich finde sie irgendwie schöner. Passt irgendwie mehr und besser zu dem Spiel. Das Depot können wir hier mal zumachen. Das können wir auch zumachen. Das können wir auch zumachen. Dann genießen wir mal ein bisschen die Fahrt mit der Dresdner Tram. Und fahren hier das erste Mal in unser Heim hier herein. Tür-Sounds höre ich jetzt irgendwie nicht bei der Tram. Das ist schade. Und das ist natürlich hier... Jetzt kriegen wir gerade wieder ein Autosave. Schauen wir uns das doch mal hier an, aus dieser Perspektive. Und das hat natürlich schon was. Also diese große Tramstrecke hier, Tram-Haltestelle, Heimgebäude, das hat schon was, auf jeden Fall. Schön gemacht, auf jeden Fall. Ja. Herrlich. Ja, damit unterstützen wir auf jeden Fall unseren kleinen Alex ein wenig. Unsere schöne blaue Lok. Der gerade nicht hier im Bahnhof ist. Ja, wir gucken einfach, wie die Entwicklung auch hier in Gelsenkirchen ist. Da stehen schon einige, die zum Bahnhof wollen.
Ja. Und ich würde sagen, damit Alex noch zufriedener wird, bauen wir einfach seine Strecke weiter aus. Und zwar ist ja das naheliegendste. Wir wollten hier noch eine zweite Strecke dahin bauen und dann da hochbauen. Bauen wir von Gelsenkirchen nach Rosenfeld. Und das wird, glaube ich, eine sehr interessante Strecke, weil A, haben wir Wasser und eine Straße da. Und B, man sieht schon, hier sind Berge. Und diese Stadt ist sehr interessant gebaut. Da haben wir ja noch nichts gemacht. Die Stadt hat selber gebaut. Und es ist eine sehr hügelige Stadt. Und wo wir da den Bahnhof hinbauen. Mein lieber Schwan. Ich weiß es nicht. Wir werden danach höchstwahrscheinlich nach Schwarzheide weiterfahren. Das bedeutet, es wäre gar nicht so verkehrt, den Bahnhof hier hinzubauen. Dann haben wir aber trotzdem eins. Wir kommen von hier. Boah. Eins. Tja, hier müssen wir irgendwie rüberkommen. So. ihr ahnt es, es wird. Oder wir fahren hier lang, an der Fabrik vorbei. Haben denn hier? Das wird wahrscheinlich hier ein Tunnel werden. Das wird höchstwahrscheinlich ein Tunnel werden. Den Bahnhof bauen wir hier hin. Fahren wir hier lang. Das wird sehr wahrscheinlich ein Tunnel werden. Aber gut. Das werden wir nicht erfahren, wenn wir jetzt hier nur drüber sprechen. Sondern wir bauen es einfach. Ich würde sagen, wir fangen diesem Gleis an. Bauen hier relativ in der Nähe der Stadt. Das ist schön. Vielleicht bauen sich denn noch die ganzen Leute hier Häuser an den Schienen ran. Ich meine, schön zu wohnen an Schienen ist es wahrscheinlich nicht, wegen der Lautstärke. Aber es gibt natürlich optisch ein super Bild hier in diesem Spiel. Ich würde sagen, das bauen wir auch gleich so. So, dann gibt es hier einen Bahnübergang, den wir wieder beschrankt bauen. Finde ich einfach schöner. So. Gut, als nächstes gibt es eine Brücke. Will er hier runterbauen, wenn wir hier danach gleich darüber müssen. Wir machen es mal gerade. Relativ gerade. Wollen wir vor der Fabrik oder provozieren wir hier wieder einen Bahnübergang? Ich würde sagen, wir fahren hier außen vorbei oder wie ist der Berg da beschaffen? Ob wir nun da reinfahren oder da, ist egal. Wir fahren rechts von der Fabrik. Gucken, ob wir das irgendwie anpeilen können. Pi mal Daumen. Schräg durchs Fensterkreuz. Ich glaube, das ist so ganz gut. Was für eine Brücke nehmen wir denn hierfür? Pum, pum, pum. Hatten wir auch schon. Ich würde sagen, wir nehmen mal die rote. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. So, und dann werden wir da wahrscheinlich gleich hochbauen müssen. Hier kommt schon ein Tunnel. Nee, 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 Freundchen. So viel Tunnel will ich aber nicht. So viel Tunnel will ich nicht. Du kommst hier oben raus. Dann haben wir da einen kleinen. Ja, einen kleinen Tunnel. So. Sieht es von hier aus? Ordnung. Ist zwar eine
megamäßige Steigung, die wir da absolvieren müssen, aber okay. Bei den Höhenunterschieden ist das halt manchmal so. Da wird es nochmal interessant. Da müssen wir denn lang. Hier vorbei und irgendwie da lang. Oder wäre es vielleicht besser hier lang? Nee, nee, wir fahren hier lang. Da sind wir relativ... Oh, das wird eine Steigung. Oh, warte. Und hier wird es wahrscheinlich noch einen Tunnel geben. Ja. Wie machen wir das am dümmsten? Ah, das ist nun mal so. Was für Tunnelsysteme haben wir denn hier? Ich hoffe bloß, dass man denn da noch zweiten mit dran machen kann. Wir nehmen den einfach mal. Tunnelbauprojekt Nummer 8, was auch immer. So, und jetzt müssen wir irgendwie hier eine Kurve hinkriegen. Oh, wow, warte mal. Oh, warte. Brücke wollen wir nicht. Ja, da wird irgendwas gleich passieren, aber das werden wir sehen, wenn wir gebaut haben. So. Naja, wie ich sagte, da kommt bestimmt ein Tunnel so hoch. Ja, das geht aber. Guck mal, nur ein kleines Teilchen. Das ist gut. Und wenn wir hier den Bahnhof hinbauen, dann sind wir ja quasi ganz gut unterwegs. Ja. Hier müssten wir eine tiefe Schneise reinbohren. Nee, das ist auch nicht so hübsch. Wir nehmen lieber den Tunnel. Ja, das gute Stück. Hier bauen wir den Bahnhof hin, dann können wir da schön reinfahren. So machen wir das. Ist gebongt. Gut. Kümmern wir uns um den Bahnhof. Der müsste dann hier hingebaut werden. Da Schwarzheide unsere nächste Adresse ist. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof. Was nehmen wir für einen schönen Bahnhof? Was haben wir hier? Oh, der ist ja auch ganz hübsch. Den nehmen wir gleich. Gucken natürlich, dass es für uns relativ günstig bleibt. Probieren wir mal ohne Straße ranzukommen. 100, 800, 900. Hier wird es teurer. Hier wird es etwas günstiger. So. Wir kommen von hier, wir wollen denn irgendwann dahin. Gucken. Ja, ist okay. Wir bauen den Bahnhof. Noch ein bisschen rum, ja. Ich will da oben nicht so viel zu tief sein. Aber ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig. Nee. So bauen wir's. Die Straße nehmen wir denn hier noch ein bisschen weg. Da muss ein Gebäude abgerissen werden, warum denn das? Damit wir hier eine vernünftigere Kurve hinkriegen. Ja, so gefällt es mir besser. Jetzt gehen wir mit dem Gleis, wo ich mal wieder vergessen habe. Ist jedes Mal das gleiche. Wir haben das rechte Gleis erwischt. Jedes Mal das gleiche. Ich vergesse einfach, wo ich losgefahren bin. So.
So, so sagt er. Geschafft. Wir schauen uns den Bahnhof an. Was haben wir hier Schönes? Oh, Parkverbotsschild. Mhm. Eine Bahnhofsuhr dort oben. Ja, sieht auf jeden Fall moderner aus, das gute Stück. Und schon bauen sie hier fleißig. Müssen wir aufpassen. Da müssen wir halt Tram oder Bus hier drüben denn hinbauen. Aber da sind Gott sei Dank noch keine Straßen. Ja, was haben wir hier? Viersen. Wir haben vier Gleise, einen Mittelbahnsteig, eine ganz dezente kleine Überdachung, Abfahrts- und Ankunftszettelchen, eine Unterführung, jede Menge Bänke, jede Menge Laternen hier. Ach, die Höhe geht aber eigentlich, sah schlimmer aus. Ja. Hat auf jeden Fall was. Und unsere ersten beiden Tunnel haben wir gebaut. Und eine schöne, interessante Strecke, finde ich. Hier noch mit so einem kleinen Bogen drinne. Um die Raffinerie rum. Ja. Da wird sich der kleine Alex freuen. Okidoki. Bauen wir noch das zweite Gleis aus. Damit das auch erledigt ist. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier den Tunnel hinkriegen. Jawohl. Puh, durchatmen. Dass er da gemeckert hätte und wir hätten denn den Tunnel wieder abreißen müssen. Einen anderen bohren müssen. Muss ja nicht sein. Der hier ist etwas länger, der Tunnel, aber... ist noch im Rahmen, finde ich okay. Brücke klappt auch. Oh, da haben wir eine Menge. Wir haben ja alles hier. Brücken, Bahnübergänge und Tunnel. Was will man mehr? So, da kommen wir an. Da kommt auch gerade Alex an. Nee, Alex fährt weg. Okay, hier machen wir wieder für gewöhnlich unsere X-Weiche rein. Stellen gleich ein Signal hin. Machen wir vor dem Tunnel, das sollte von der Länge her okay sein. Vor dem Tunnel hier ein Blocksignal hin. Vor dem Tunnel hier ein Blocksignal hin. Vor dem Tunnel hier ein Blocksignal hin. Hier brauchen wir keinen Bahnhof. Unsere Weiche. Zack. Zack. Und schon haben wir unsere neue Strecke für unseren Alex verlängert. Dann suchen wir uns mal die Strecke von dem lieben Alex heraus. Goldberg-Gelsenkirchen. Haben wir natürlich gut gemacht. Können wir natürlich gleich weitergehen. Von Goldberg fahren wir nach Gelsenkirchen. Von Gelsenkirchen fahren wir jetzt nach Rosenfeld. Ja, Haltestelle hinzufügen, anklicken. Ist vom Vorteil. So, jetzt sind wir in Rosenfeld und fahren dann wieder zurück nach Gelsenkirchen und dann nach Goldberg. Dementsprechend müssen wir das noch umbenennen. Goldberg fahren wir jetzt nach Rosenfeld. Ja. Wo ist unser Alex? Da fahren wir einmal mit. Ganz in Ruhe. Auf geht's.
Jetzt wird er schneller. Wollte gerade schon sagen, warum fährt er nur 50? Aber er war wahrscheinlich noch im Bahnhofsbereich und hat deswegen noch nicht beschleunigt. Das habe ich mich aber gerade gewundert. Ja, unsere kleine Karte hier, unsere Map, wächst Stück für Stück. Mittlerweile klappt es auch ein bisschen mit dem Geld. Viele verschiedene Züge haben wir mittlerweile auch schon. Kommen natürlich noch viel, viel mehr. Klar. Aber wir haben halt keinen Stillstand und bauen immer weiter. Das macht halt Spaß. Schauen wir uns nochmal dem Alex beim Vorbeifahren an. Weil die Strecke kennen wir ja schon. Oh, hier stehen schon einige Leute. 34 mittlerweile. Oh, das mit den Trams hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht. So. Oh. Elfriede steht auch schon auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig und wartet. Schön dieser Türsound. Ja, das Bordrestaurant. Super. Und jetzt lernen wir mit Alex die neue Strecke kennen. Alex fährt durch seinen ersten Tunnel. Yeah. Und wir auch. Und die Schranken gehen zu. Da fährt er in seinen ersten Tunnel. Weg ist er. Ach, herrlich. Ich mag dieses Spiel einfach nur. Da hat unser Blocksignal gerade auf grün geschalten. Ab dafür. Ja, da sind wir auch schon im Bahnhofsbereich. Ich weiß nicht, welches Gleis er nimmt. Weil, ah, hier, okay. Auf jeden Fall ein bisschen Steigung, noch kurz vorm Bahnhof. Sieht auch sehr schön aus. Tja, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich für diese Folge. Ich danke euch mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.